Wie hieß noch mal dieser eine Film, wo dieser Arzt mit diesem Mann da redet? Wie hieß das noch mal? Gott ist nicht tot, oder was war das? Nee, ne? Bei Terra X? Der Fall Jesu, genau das war's. Das ist so genial, ne? Das werteste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Ich könnte das tausendmal reinziehen, ne? Das haben sie extra die weite Reise hier rausgemacht. Aber wenn mich jemand anruft und das bemerkenswerteste Ereignis der Menschheitsgeschichte diskutieren will, dann geht das wohl besser. Wie dieser Reporter losgezogen ist, um die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens so in Frage zu stellen, und ist losgezogen, hat alles versucht, um das Christentum zu widerlegen und die Bibel und alles und die Kreuzigung und Auferstehung, weil die Freundin oder die Frau von ihm total gläubig geworden ist und er das Ganze dann halt so beweisen wollte, dass sie an einen Quatsch glaubt, so, ne? Und dann hat er, ja. Das ist das Problem, wenn jemand sich ehrlich dann damit auseinandersetzt, er kommt zu keinem anderen Entschluss, dass Jesus Christus wahrhaftig existiert hat, gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Amen. Sind wir doch sicherlich einer Meinung, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Also, ich habe folgende Hauptthese. Der Grund, weshalb die Augenzeugen Jesus nach Golgatha sehen konnten, ist, weil er am Kreuz nicht gestorben ist. Und wenn er nicht gestorben ist, dann gibt es auch keine Auferstehung. Richtig, also entweder schafft es Jesus allein oder jemand anderes holt ihn vom Kreuz. Oder er täuscht es. Der Fall Jesus auf YouTube, ja. Hallo? Hallo? Ich wollte fragen, mein Vater ist Muslim und meine Mutter ist Christin. Hm. Und ich wollte fragen, gibt es zum Beispiel Beweise, dass es zum Beispiel Gott gibt? Also, weil du bist ja von Muslim zu Christ gewechselt. Gibt es dafür Beweise, dass es den Christentum gibt zum Beispiel? Ja, es gibt Beweise, dass Jesus Christus existiert hat, diese Wunder vollbracht hat und gekreuzigt und auferstanden ist. Das reicht vollkommen aus. Wenn das stimmt, ist die Bibel wahr, denn die Bibel redet von nichts anderem. Zusätzlich kommt noch dazu, dass Gott Prophezeiungen gibt vom Alten Testament und das im Neuen Testament erfüllt wurde. Und zwar 3268 bis jetzt. 3000, und die Sachen sind wirklich passiert? Die Sachen sind wirklich passiert. Du kannst alles nachgoogeln, ne? Erfüllte Prophezeiungen in der Bibel. Da wirst du eine ganze Liste bekommen und dann kannst du dir Zeit nehmen, um das Ganze zu schauen. Aber bei den Muslimen gibt's ja auch in Koran und so. Was gibt's denn da? Dass Allah das gesamte Eisen der Erde nimmt, eine Prophezeiung gibt und das in den Hintern der Muslime reinschiebt? Ja, keine Ahnung, ich wollte eigentlich nur das fragen. Ja, was hältst du denn von so einem Gott? Ich weiß es nicht. Meine Familie ist, also meine eine Familie sind alle Muslim. Und ja, okay, du kannst ja gerne zu deinem muslimischen Teil gehen, dann gehst du mal hin und sagst mal, was du... Ja, ich war ein Jahr da. Ja. Und ja. Dann kannst du den Gott des Islams weglassen, dann kommst du zum Gott der Bibel und sagst, ich möchte meine Seele in Sicherheit bringen. Aber ich weiß ja, man kann es ja nicht beweisen. Doch, man kann es beweisen. Das, was ich dir gerade hier abspielen lasse. Aber wenn man es beweisen kann, warum sind dann die Muslims keine Christen, wenn man es wirklich so beweisen kann? Ja, das ist Ignoranz. Das ist ja das Problem. Sie wollen nicht erkennen, dass Jesus Christus ihr Gott ist. Sie wollen das nicht. Sie wollen lieber den Mondgötzen Allah folgen. Ne? Sie denken, dass Allah Gott ist, obwohl er nur ein Götze ist. Das ist das Problem. Gib mal bei Google ein vorislamische Gottheiten. Da wirst du staunen. Wie nochmal was?
vorislamische Gottheiten. Ja, okay, gebe ich ein, mache ich. Ja. Und dann wirst du sehen, dass Allah eigentlich nur ein Götze ist. Der Vater von Mohammed hieß ja auch Abdallah, Sklave Allahs. Und du weißt ja, der kam aus dem Stamm der Quraysh. Und die Quraysh waren ja Götzendiener und haben ihren Namen nach ihren Götzen benannt. Abdul Manat, Abdul Uzza und Abdul Lat. Und dann gab es auch Abdullah. Und er war der Sklave Allahs. Siehst du? Ja, ich wollte eigentlich nur das fragen. Danke. Du musst ein bisschen Eigenrecherche betreiben. Du wirst schon sehr viele Dinge herausfinden und du wirst merken, dass der Islam einfach nur eine Lüge ist, die Lügengeschichten über die Bibel verbreitet und Sachen in die Welt setzt, die so nicht stimmen. Das ist einfach so eine Verschwörungstheorie-Schrift. Ja, okay. Danke. Wollte ich nur fragen. Okay. Vielen Gott Dank. Schönen Tag noch. Ja, auch. Ciao. Ja, betet für ihn, ihr Lieben. Hallo? Hallo, mein Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch und alle, die zuhören. Ich habe eine Frage, also das ist so, ja, so eine allgemeine Frage. Seit gestern Abend, soweit, also ich habe es gestern Abend mitbekommen, es ist ja jetzt draußen, dass in Frankfurt, es ist ja bald Ramadan. Ach so, habe ich gesehen, ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Was hast du davon? Ist der einzige, ich bin da so, ich bin da so, einerseits denke ich, das ist nicht gut und einerseits denke ich, es sind ja, sage ich mal, nicht alles Terroristen und keine Ahnung was, und in Frankfurt leben ja auch viele Muslime. Mein bester Freund ist Aramäer und der Oberbürgermeister in Frankfurt ist auch Aramäer, und mein bester Freund hat, also der regt sich da komplett drüber auf. Der hat gesagt, dass der Oberbürgermeister wohl vergessen hat, warum die denn alle nach Deutschland und überall geflohen sind. Dass es doch genau deswegen war und dass er das jetzt zulässt. Ja, das ist ja das Problem. Deine Sicht einfach wissen. Ja, das Problem ist, hast du schon mal gesehen, dass zum Beispiel die Christen jetzt, sie haben ja auch ihre Zeit, wo sie fasten, ne, vom Ostern her. Hast du schon mal gesehen, dass man für die sowas macht in den Straßen? Happy Eastern mit schönen, sag mal schnell hier an diesen Straßenschildern, ja, so ja. Alles Gute zu eurem Fasten und so. Hast du schon mal sowas gesehen? Nein, leider nicht. Genauso wie bei jetzt zum Beispiel wenn Hanukkah oder wenn, so. Wenn man das schon macht, dann sollte man dann schon auch beides berücksichtigen. Das ist das. Ja, ich finde das. Aber auch. Siehst du, da muss schon wieder die ganze Welt wissen, dass die Muslime bald am Fasten sind. Alle. Nehmt doch Rücksicht, komm. Gar kein Problem. Die Muslime nehmen auch sehr viel Rücksicht auf euch in ihren Ländern. Sie nackentherapieren euch vielleicht nur ein bisschen, aber sie nehmen schon Rücksicht. Macht euch keine Sorgen. Alles ist okay. Ja, das ist halt auch so das Ding. Was für euch, ne? Wo ich halt auch denke, dass das eigentlich nicht klar geht, weil wenn man sich mal die 50 muslimischen Länder anguckt, da ist die Türkei, und die Türkei ist jetzt auch nicht so human, da ist die Türkei noch am humansten, aber wenn man die anderen anguckt, ist es schon krass, was da abgeht, und das speziell gegen Christen, Aleviten oder Juden ja sowieso. Ja. Ja, da haben wir das. Deswegen sollte man ihnen auch mal eine Prise von ihrer Liebe in ihren Ländern mal den Muslimen zu spüren lassen, ne? So wie sie die anderen behandeln, so sagt der Herr Jesus ja. So behandelt auch ihr die Menschen. Also die Muslime wollen so behandelt werden, ja, dann dürfen sie sich auch nicht wundern, dass irgendwelche Leute sie dann so behandeln. Verstehst du? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du siehst, dass sie keinerlei Toleranz gegenüber Andersdenkende, Andersgläubige haben. Atheisten ja sowieso nicht. Also im Islam ist Atheismus das Allerheftigste vom Heftigsten. Für die gibt's ja nur Nackentherapie, ne? Ja. Ich denke, alleine das hat auch erst recht. In Deutschland sind sehr, sehr, sehr viele leider atheistisch geworden. Und viele, also natürlich nicht alle, aber das hat jetzt nicht so mit der Kirche zu tun, aber halt auch das, was in der Kirche passiert ist und so. Ja, man hört auch oft so Vorwürfe, so ja, guck doch mal, was die Priester machen und sonst was, wo ich mir denke, ja, die machen das, aber die machen das nicht, weil Jesus oder Gott denen das gesagt hat. Das ist der Unterschied. Ja, das wollen sie ja nicht. Die wollen das nicht. Sie wollen Jesus nicht. Sie wissen, dass er sowas niemals gesagt hat, dass das auch nicht seine Anhänger sind. Aber trotzdem, sie wollen einfach den Glauben nicht. Sie wollen Gott nicht, weil sie Gott allen die Schuld geben, ne? Anstatt die Schuld erstmal bei sich selber zu suchen. Ne? Das ist das. Deswegen hat das auch vorhin gut gepasst, was du gesagt hattest wegen Enisa Armani. So wie oft muss man noch flüchten? Beste Beispiel ist sie.
die Familie ist vor dem Islam. Wovor ist denn die Familie geflohen? Vor dem Islam. Ja. Die Eltern haben ihren Mund aufgemacht, waren politisch aktiv und wollten den Islam nicht. Ja, sie haben erkannt, was für eine Gefahr der Islam ist. Sie kommt aus einer bestimmt akademischen Familie. Fast jeder zweite Iraner kommt aus irgendeiner akademischen Familie, die alle total eigentlich Gehirn haben. Und dann siehst du auf einmal, wie eine Enisa Amani zum Beispiel in die Öffentlichkeit geht und auf einmal anfängt mit Stürzberger da zu debattieren. Wo ich dann auf sie reagiert habe, wie das dann gewirkt hat. Ja. Ich weiß, ich habe das in YouTube gesehen. Unglaublich. Ja, total gehirngewaschen. Das ist so linksgrüne Einstellung, ne? Merkst du? Ja, da stimme ich auch komplett zu. Nur was mich halt jetzt, sage ich mal, politisch gesehen auch daran so stört, ist, dass Leute, die jetzt so wirklich nicht konservativ sind, sondern wirklich rechts sind, dass die das halt einfach perfekt für sich benutzen können. Und ich bin ganz klar gegen AfD und dieses ganze Gesocks. Weil wenn die Moslems weg sind, sind wir nächsten die christlichen Ausländer, die am Arsch sind. Weißt du, wie ich meine? Das ist so das Ding, was halt auch abfuckt. Das ist egal, was du willst. Die Obrigkeit wird vom Herrn eingesetzt, meine Liebe. Egal, welche Obrigkeit eingesetzt ist. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht vom Herrn eingesetzt ist, ne? Römer 13. Musst du lesen. Ich bin wirklich dabei. Ich bin mich sehr, sehr, sehr viel am Befassen. Wirklich sehr, sehr, ja, sehr viel. Gut, das war meine Frage. Ich danke dir, dass du mich hochgeholt hast. Gott segne dich, deine Familie und euch alle anderen hier auch. Mach's gut, tschüss. Ciao. Hallo, Amir. Hallo, mein Lieber. Ich grüße dich und deine Familie. Amir, weißt du, was vorhin passiert ist? Ich habe irgendwas am Computer gespielt und dein Stream läuft immer so im Hintergrund, weißt? Ja. Ich höre mir das so an und als Ablenkung spiele ich was. Und Dings, meine Mutter war mit meinen Kopfhörern, halt, ich habe ihr die ausgepackt, weil sie Musik gehört hat und sie war ein bisschen betrunken, okay? Mhm. Die Kopfhörer haben sich irgendwie mit meinem Handy verbunden. Sie kommt so in mein Zimmer rein mit so einem Blick. Stefan, was reden die über Jesus? Ich dachte kurz, ich bin im Himmel so. Weil auf einmal so über Jesus geredet wurde. Aber mit so einem Blick, Amir, du kannst dir das nicht vorstellen. Danke, Larissa. Das ist ja unglaublich. Ja, du musst deiner Mama sagen, dass sie erstmal nicht trinken soll. So, das schon mal gar nicht am Morgen oder was war das? Hat sie gerade eben getrunken oder was? Ja, sie ist ein bisschen alkoholsüchtig, aber sie kann das beherrschen. Ja, bete für deine Mutter. Wir beten für deine Mutter. In der prophetischen Rede wurde ja auch gesagt, dass jemand aus meiner Familie Suchtprobleme hat, dass ich einfach beten soll. Irgendwann wird sie auf den richtigen Weg kommen. Es braucht nur Zeit. Ja, wir beten für deine Mutter, komm. Danke, Leute. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich preise, lobe und ehre deinen heiligen Namen, Herr Jesus Christus, und danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir jetzt den Moment zu dir beten dürfen, Herr Jesus Christus, und dich einfach darum bitten, Herr, dass du die Süchte der Mutter von dem jungen Mann hier nimmst, Herr Jesus Christus, denn du bist derjenige, der die Menschen heilt, ne? Du wirst ja auch als Arzt beschrieben, Herr. Und du bist gekommen, um die Kranken zu heilen, Herr. Du bist nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die, die sich für ungerecht halten, Herr Jesus Christus. Du bist gekommen, um Sünder zu rufen, zur Buße, nicht die, die sich für gerecht genug halten, Herr. Wir halten uns nicht für gerecht genug, Herr. Wir sind elende Sünder, Herr, und möchten tagtäglich unsere Sünden bekennen, Herr, und dich bitten, Herr, dass du ja weiterhin uns segnest, behütest und beschützt, Herr Jesus Christus. Und wenn du meinst, dass wir ja gehen sollen, in deine Ewigkeit gehen sollen, dann ist das so, Herr. Wir akzeptieren das, Herr Jesus Christus. Aber segne uns weiterhin, gebe uns weiterhin Kraft, jeden Tag durchzustehen, Herr. Und führe du und lenke du uns, Herr Jesus Christus, in alle Wahrheiten, Herr. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Danke, Amir, wirklich von ganzem Herzen. Ja, gerne. Pass, ich will dich nicht weiter stören, ich bleib drin. Kein Problem. Heide, Gott segne euch alle. Okay, ciao. Ciao, ciao. Ja, betet für die Mutter, ne? Denn das ist kein Zuckerschlecken, ne? Mit diesen Süchten. Ja, jeder hat von uns irgendwelche Süchte in sich, ne? Bei dem einen ist es das, bei dem anderen ist es dies, bei dem anderen wieder jenes, ne? Sehr, sehr. Deswegen, der Herr Jesus Christus kann einen befreien.
Amir, danke nochmal, da bin ich nochmal, aber das muss ich schon was loswerden. Ja. Und zwar der Junge vorhin hat auch gefragt gehabt bezüglich Beweise für Jesus Christus, ne? Auch aus der biblischen Quellen. Kann ich mal was vorlesen diesbezüglich? Ja, klar, natürlich. So, also, die Ereignisse um Jesus würden heute zweifellos bis ins Detail historisch kommentiert werden. Doch welche Bedeutung hatten für griechische und römische Historiker ein Wanderprediger in Palästina? Warum sollten jemand über den Tod eines Juden berichten, wenn die Römer Tausende von ihnen kreuzigten? Zum Beispiel Cornelius Tacitus, geboren 52 bis 54 nach Christus. Christus war unter des Tiberius Führung vom Pontius Pilatus hingerichtet worden. Das steht in seinen Büchern Cornelius Tacitus Annalen, ja. Dann der jüdische Feldherr und Geschichtsschreiber Flavius Josephus, geboren 37 nach Christus, stellt fest, dass Jesus von Pilatus zum Kreuztod verurteilt worden ist, ja. Dann befindet sich in einem britischen Museum ein Manuskript eines Briefes, der etwa 73 nach Christus von einem Syrer namens Mara Bar Serapion verfasst worden ist. Ihr könnt das gerne auch alles gerne googeln und nachrecherchieren, was ich hier erwähne. Er erwähnt die Hinrichtung von Sokrates, Pythagoras und Christus und zeigt, dass die Verfolgung von weisen Männern nur Unglück bringt. Dann haben wir noch eine weitere Quelle hier. Lucian, ein Satiriker des 2. Jahrhundert nach Christus, bezeichnet Jesus als den in Palästina gekreuzigten Menschen. Lucian über das Lebensende des Peregrinus in Lucian, Band 2, Seite 9. Dann haben wir noch einen römischen Historiker, Sueton. Analyst des kaiserlichen Hauses schreibt 120 nach Christus, da die Juden unter ihrem Anführer Krestos, ja, von Griechen Christos, beständig Unruhe anstifteten, wurde er vertrieben aus Rom. Gaius Suetonius Tranquillus. Ey, das ist so schwierig, diese Namen vorzulesen, aber mir ist Tranquilo, wichtig. tranquilo. Tranquilo, Da kommt das Tranquilo. Mir ist es wichtig, Tranquilo, dass ihr mein auch Bester. nachschauen könnt. Ne? Die müssen ja nachschauen, die Leute. Ich will ja nicht irgendwas hier erzählen. Dann haben wir hier noch um 150 nach Christus schickte Justin der Märtyrer eine Verteidigungsschrift des Christentums an Kaiser Antonius Pius und verwies ihn nach Schilderung der Kreuzigung Jesu an die Berichten des Pilatus. Also, es gibt auch jüdische Schriften. So lesen wir im babylonischen Talmud, dass Jesus am Vorabend des Pessachfest ans Kreuz gehängt worden sei. Ja, babylonischer Talmud, seine 43. Also man muss auf jeden Fall selber mal nachschauen. Ja, nicht einfach nur irgendwas glauben oder denken, das könnte so sein oder so sein. Ich habe ja auch noch was Kleines dazu. Inhaltlich setzt sich der Grieche Lukian mit K geschrieben von Samosata um das Jahr 170 mit Jesus auseinander. Er schrieb: Übrigens verehrten diese Leute, die Christen, den bekannten Magus. Magus kommt vom Griechischen von Maios, also von Wunderer oder also der hat Sachen vollbracht halt, ja, der gekreuzigt wurde. Also, wenn ihr recherchiert, ihr findet schon auf jeden Fall Quellen, ja. Das ist wirklich keine Frage. Und das muss man aber auch mit offenem Herz machen. Aber das Allerwichtigste, was ihr nicht vergessen dürft, letztendlich beginnt der Glaube bei euch im Herzen, ja. Und wenn ihr merkt, wenn ihr an Jesus glaubt, dann würdet ihr eine Veränderung spüren. Dann müsst ihr keine Beweise, braucht ihr keine Beweise von früher. Das fühlt ihr einfach. Ja, wir wollen ja nicht unseren Glauben auf Fühlen aufbauen. Wir wollen den Glauben Nein. auf Beweise aufbauen. Ja, aber du Ein weißt, was ich Glauben damit muss auch immer meine. bewiesen werden. Natürlich, keine Frage. Aber ich kann dir ja Jesus nicht beweisen, wenn ich zu dir sage, Jesus, Aber du hast schon ich. gut gesagt, mit historischen Beweisen, da Ja. können wir. Es gibt sogar Menschen, die sagen, Jesus hat nie existiert, aber es gibt historische Beweise. Und da kann man auch direkt einen Riegel vorsetzen. Jesus Christus hat wirklich existiert. Ja, So natürlich. ist. Guck mal, alleine du musst mal überlegen, Jesus Christus, die in der Literatur die meist erwähnte Person weltweit, ja, die Bibel gibt es in 692 Sprachen, ja, nicht Hebräisch, Altgriechisch ist so schwer zu übersetzen, das kriegt man nicht hin. Doch, 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 Gott verteilt sein Wort an die Menschen Ja, richtig. in so vielen Sprachen, ja, und das muss ich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, alles klar. Danke dir vielmals. Ja, Alter, Gott tu segne es. dich. Ja. Ich auch. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Siehst du, wenn man Beweise will, findet man die Beweise. Hi, mein Lieber, Gott segne dich. Hallo, mein Lieber. Alles gut. Gott segne Ja. dich und deine Familie. Bei dir? Ja, auch soweit. Hamdulillah, Jesus. Sehr schön. Ich hätte ein, zwei kleine Fragen. Und zwar habe ich Ja. gestern mit einer Schwester ein bisschen länger diskutiert. Und zwar, die Schwester hat gesagt, dass, also die Schwester schon länger im Glauben, vielleicht 10 Jahre oder so, und die hat gesagt, dass man den Sabbat noch so wie früher halten muss. Was hältst du davon? Was sagst du dazu? Nein. Mit Christus ist das Ende
des Gesetzes von Mose. Verstehst du? Der Herr Jesus Christus kam ja, um uns Gnade zu erweisen. Sonst müssten wir, die vermischen ja Gnade mit Gesetz. So heißt es ja auch im Galaterbrief, ne? Dass wer anfängt, auf einmal die Gesetze aus dem Alten Testament zu halten, so ist er schuldig des gesamten Gesetzes, ne? Und da bringt ihm auch nicht mehr die Gnade des Herrn, ne? Weil er das verworfen hat. Warte mal, ich muss das mal kurz finden. Ich glaube, Galater 2 war das, ne? Ja. Hier, guck mal. Galater 2, Vers 4. Ich lese mal das ganze Kapitel. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Nur mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, damit er, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete, und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus dem Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus den Werken des Gesetzes. Weil aus den Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das war der Satz, den ich Abunaji gesagt habe. Wisst ihr noch, als ich mit ihm geredet habe? Du bist jetzt schon tot, sagt er zu mir. Dann meinte ich so, ja, du hast recht, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Das war der Satz, den ich zitiert habe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Verstehst du? Ja. Die Leute suchen im Gesetz irgendwelche Gerechtigkeiten, und wir müssen Sabbat halten und sowas, verstehst du? Obwohl der Apostel Paulus sagt, das sind alles Nichtigkeiten im Gegensatz zu was Christus für uns vollbracht hat. Leute, seid ihr des Wahnsinns? Das ist
ich habe ihr auch gesagt, also ich wusste, dass man den Sabbat nicht so wie damals halten soll durch deine Streams. Und ich habe ihr auch gesagt, mit Angaben, wo Jesus sagt, also dass Jesus der Herr über dem Sabbat ist oder dass der Sabbat für den Menschen ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Aber dann, die hat immer ein Argument genannt, dass ich nicht bearbeiten konnte. Und zwar, die hat gesagt, ja, das steht in... Jetzt hast du einen Rücklauf. Ja, du hörst einen mich? Rücklauf, glaube ich. Komm gleich nochmal rein. Lass mich das euch nochmal kurz vorlesen. Kapitel 3, Galaterbrief 3. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr auch angefangen und sollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt... Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn... Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseren Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Seht ihr? So sieht's aus. Amen, mein Freund. Eine Sache wollte ich dich noch fragen. Ich weiß, in dem Stream hast du das schon mal behandelt, aber ich wollte da gerne noch mal deine Meinung zu hören. Wenn man mal an den Islam logisch herantreten würde und rein nur von der Logik aus her das betrachten würde, dann müsste man sich doch automatisch fragen, wie kann es sein, wenn der Muslime sagen, ja, eure Bücher sind auch die Bücher Gottes und der Islam baut auf die Bibel auf und etc. Wie kann es denn sein, dass es 600 Jahre gebraucht hat, bis Allah sich entschieden hat, die wahrhaftige letzte Offenbarung herabzusenden, plus, dass wenn man mal davon ausgeht, dass die letzte Sure, Sure 5 oder Sure 9 sein soll, wenn Allah das letzte Mal sprechen wollte, wieso ist seine letzte Botschaft, sagen wir mal, er hat vorher, wie der Koran nun mal ist, ich sag's mal so, Liebesbotschaften, Hassbotschaften, und jetzt will er ein letztes Mal zu Mohammed sprechen, wieso war seine letzte Botschaft nicht eine, die die Menschheit vereint, eine, die die Menschheit an sich glauben lässt, dass die Menschheit auch füreinander stehen soll. Wieso ist trotzdem die letzte Botschaft auch wieder mit Hass erfüllt? Und wenn doch der Koran so viel Liebe beinhaltet und die Muslime auf der ganzen Welt ja so an ihrem Glauben festhalten, müsste doch der halbe Globus müsste doch voller Liebe sein. Weißt du das? Ja, jeder definiert seine Liebe anders. Die Muslime lieben dich, ja, aber sie wollen dir das hier aufzwingen. Ja, aber das ist ihre Liebe. Aber weißt du, was das Kranke daran ist, dass die sogar untern, also ich kenne ein Mädchen, mit dessen Vater hatte ich mich mal unterhalten, türkische Abstammung,
Und er meinte zu mir, wenn man die Schada aufsagt, er würde seiner Tochter nur einen Muslim geben, aber er hätte Probleme damit, seine Tochter einem Aleviten zu geben. Also so, die haben fast schon größere Probleme untereinander sich zu vertrauen und als jemand, der, ich sag's mal so, jemand Außenstehendes, der in den Glauben eintritt. Und da ist meine Frage, wie kann es sein, dass sie in ihren Ländern, ja, wenn der Islam doch so die reinste, die absolute Botschaft Gottes ist, dass das das Endergebnis ist, da müsste doch Gott deren Gott sich sagen, was machen die da unten auf der Welt? Sich gegenseitig Nacken therapieren. Der Allah befiehlt das ja, der Allah möchte das ja. Das ist ja das Grandiose an dieser Religion. Der Allah möchte einfach, dass sie sich da niederbekämpfen. Ne? Das ist das. Und der Allah verlangt sogar, dass die Muslime uns, du weißt schon, T-R-R-O. Und abschließend deswegen, wenn man mal rein nur logisch da rantreten würde, so hart das jetzt auch klingen mag, aber meiner Meinung nach ist alles Menschen erfunden, was im Koran drin steht. Natürlich, das ist ein menschengemachtes Buch. Das siehst du auch, dass die Worte sogar von Omar ibn al-Khattab im Koran gelandet sind. Das ist Quatsch, das Buch ist einfach eine Lüge. Und noch eine Sache, der Vater meinte, hatte mir die Frage gestellt, kann ein Mensch ein ganzes Buch auswendig lernen? Und ich meinte, ja, warum nicht? Und dann guckt er mich verwundert an und sagt, nein, das kann der Mensch nicht. Aber den Koran kann man auswendig lernen, weil es Gottes Wort ist, wo ich mir dachte, hä? Also ich brauche nicht viel. Ja, aber wenn das sein Argument ist, dann widerlegt das den Islam, weil Mohammed konnte den Islam beziehungsweise den Koran auch nicht auswendig. Nicht mal der beste Mensch der Welt konnte sich den Koran merken. Da hört er am Abend einen Mann, der den Koran rezitiert und sagt: Oh Allah, habe Gnade an ihn. Ich danke dir, dass er mich an diese und diese Sure erinnert hat, die ich vergessen hatte. Was ist das denn bitte, Mann? Ja, der beste Mensch, von dem die gesamte Koran kommt, sagt, danke, dass du mich erinnert hast an den Koran, den ich euch beigebracht habe. Ey, komm, hör auf. Aber auch die Sache mit, wenn man logisch, also ich sag zu den Muslimen immer, guck mal, selbst wenn du, egal wie du glaubst, aber geh die Sache doch mal logisch an, leg dir doch mal die Botschaft was dir der Islam vermitteln will und die Botschaft Jesu Christi und rein nur, dass das eigentlich jeder in sich trägt, jeder trägt es nach Liebe und Zuneigung und gesundes Leben. Wie kann man diese eine Botschaft über die andere Botschaft legen, obwohl die eine Botschaft nur von Liebe, von Zuneigung, von Aufopferung erzählt und die andere dir Gesetze auferlegt? Auf der einen Seite sagen die, nein, nein, bei uns gibt's keinen Glaubensvater, weil wir Muslime sind alle gleich. Ja, und mit welchem Recht entscheidet ihr über das Leben anderer Muslime? Ich will ja gar nicht mal mit anders denken in Anfang. Das ist doch, das ist alles Schrott. Müll, weiß ich nicht. Also, alles Kokolores. Ja, das richtige Kokolores, ja, mein Lieber, das ist das. Nein. Die meisten Muslime, die zum Beispiel den Koran lesen, die beziehen sich dann nur auf diese scheinbar liebevollen Passagen, friedvolleren Passagen. Die verstehen aber nicht, wenn sie den Koran lesen, dass diese Passagen alle aufgehoben worden sind durch Sure 9, Vers 5. Ja, das wissen die meisten ja gar nicht. Deswegen ist der Islam ja so gefährlich. Und wenn du die Suche nach der Offenbarung sortierst, dann mit bisschen Menschenverstand kann man herauslesen, dass die erste Zeit von Mohammed Ich wünschte, einer würde den abrogierten Koran mal raushauen. Ja. Mal gucken, wie groß der Koran dann noch bleiben würde. Wahnsinn, ja. Ne? Ja, es ist. Ich glaube, das wäre dann nur so groß wie so ein Heftchen. Ja, ja, und alleine. Einfach so ein Heft. Alleine schon das, was ich auch nicht verstehe, ist, dass nach Mohammeds Tod es um einen Nachfolger ging. Wieso, wenn Allah danach nie wieder gesprochen hat? Wozu braucht er einen Nachfolger, wenn er ihm doch keine weiteren Botschaften Das geht ja darum, um die Gemeinschaft dann zu führen. Ne? Also die Gemeinschaft braucht ja dann irgendwie einen Führer, der ihnen sagt, wo es lang geht. Ne? So in etwa.
Und letzte Sache noch, wenn man sich vorstellen würde, wenn Jesus Christus die Zeit gehabt hätte auf Erden, wenn er sich die Zeit genommen hätte, so lange zu predigen, wie Mohammed es getan hat, also was er in der Kürze der Zeit, die er sich für seine Jünger genommen hat, was für einen Einfluss er über die gesamte Welt gesetzt hat, krank, also Hammer, ne? Na gut, mein Freund. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Danke, dich auch. Bis dann. Tschüss. Hörst du mich? Ich höre dich, Gott segne dich. Gott segne dich, mein Lieber. Und zwar wollte ich sagen, die hat immer ein Argument gesagt, was ich überhaupt nicht darauf richtig eingehen konnte. Die hat halt immer gesagt, ja, das steht in den 10 Geboten und 10 Gebote muss man halten und wenn du dieses Gebot aufhältst, dann hältst du die 10 Gebote nicht. Wie kann man ihr das erklären? Ja, für wen wurden denn die 10 Gebote gegeben am Berge Sinais? Du hast doch ein Gewissen in deinem Körper beziehungsweise in deinem Gehirn reinbekommen. Wie nennt man das? Wie soll ich das ausdrücken? Du hast ein Gewissen vom Herrn bekommen, dass du diese 10 Gebote in deinem Herzen schon drinne hast. Wir wissen alle, dass wir nicht stehlen sollen. Wir wissen alle, dass wir nicht die Frau unseres Nächsten begehren sollen. Wir wissen alle, dass wir dies und jenes und nicht töten sollen, nicht lügen sollen und falsch Zeugnis wiedergeben. Wir wissen das alles. Wir wissen das. Das machen wir auch tagtäglich. Aber es gibt keinen Menschen, der die 613 Gebote aus und Gesetze und Gebote aus dem Alten Testament hält. Verstehst du? So sagt es. Guck mal hier. Das Heil ist aufgrund der Verheißung gegeben, nicht aufgrund des Gesetzes. Du musst mit ihr den Galaterbrief durchgehen. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Das aber sage ich. Ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, siehst du, bis Christus käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Du bist ein Heide, du kommst zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und bist kein Jude. Das ist das. Und hier heißt es, die Überschrift, die Knechtschaft des Gesetzes und die Sohnschaft in Christus. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz und unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus dem Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Siehst du? Alles wird durch Glauben gerechtfertigt an Jesus Christus. Du wirst aus Glauben gerettet, nicht aus den Werken des Gesetzes. Das heißt also, dass die Gesetze nicht für uns halt sind, aber so, wir die halt trotzdem noch halten müssen. Wir halten die am Geist. Das weiß ja jeder, dass man das nicht darf. Man weiß ganz genau, dass man diese Dinge nicht machen darf. Das ist das. Da muss man unterscheiden können, ne? Alter Bund, neuer Bund. Der Herr Jesus Christus, wie er mit verschiedenen Völkern Bünde eingeht
und wie er auch die Gnade dann gibt im Neuen Testament, ne? Dass alle Völker zu ihm kommen können, kommet her alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe schenken. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So ist das. Okay, und noch eine Frage, und zwar, was hältst du von Gemeinden, wo die da halt die Hände da so auftragen und die Leute da so umfallen und so? Was ist da? Also halte ich überhaupt nichts. Das ist meiner Meinung nach ein bösartiger Geist, der sich dort eingeschlichen hat und das nichts mehr mit Heiligen Geist zu tun hat. Also wenn jemand dorthin kommt wie so ein Schamane und die Hand auflegt, also so richtig Hand auflegt, nicht über ihn hält, so wie es im Timotheusbrief heißt, und die da rumzappeln und dann anfangen zu lallen und sowas, das muss man in Frage stellen, sowas. Sowas muss man sofort in Frage stellen. Was hat das auf sich? Woher kommt dieser charismatische Geist? Und was ist das, Mann? Ja, okay, das wollte ich noch wissen. Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir, Gott segne dich und deine Familie auch. Vielen Dank, ciao, ciao. Ich gebe mir so oft Nerven, ey. Hallo, Amir. Was? Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke, gleichfalls, Amir. Du, Amir, ich wollte fragen, wie du den Vers Matthäus 11,11 siehst. Matthäus 11,11, ja, das halt mit dem Johannes der Täufer, wo es dann heißt, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Also ich verstehe das, dass man... Du hast das doch schon mal gefragt, du hast es schon tausendmal hast du das gefragt. Tausendmal hat man dir etwas dazu gesagt und du kommst wieder und fragst dasselbe. Nein, ich habe das letzte Mal gefragt, das stimmt. Aber ich habe es jetzt nochmal durchgegangen und nochmal mit anderen... Ich kriege dann immer wieder eine andere Antwort. Ne? Und ich habe ehrlich gesagt... Was meinst du denn, wie man das versteht? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Ich mache mir ja Gedanken und mache mir... Aber wenn es doch so heißen würde, dass man im Himmelreich größer als Johannes der Täufer ist, okay? Dann wieso steht da hier dieses, das Kleinste? Das bringt mich immer wieder in Überlegungen und Verzweiflung, was das heißen soll. Ja, warum hast du denn zum Beispiel nicht BibleHub aufgemacht? Guck mal hier, da hast du sogar noch eine Erklärung dazu. Du gehst auf BibleHub und dann gibst du ein Matthäus 11,11. Ne? Das ist ganz einfach. Im Zeitalter des Internets kannst du sofort eine Wortstudie unternehmen. Du kannst sogar die Kommentare dazu rein durchlesen, was zum Beispiel die Gelehrten dazu sagen. Ne? Einen Moment, warte, Amir. Nochmal, wo soll ich das nachgucken? BibleHub.com. Bible.com. Und da steht's, die Seite kenne ich gar nicht, also habe ich noch nie drin gelesen. Ja, genau, jetzt hast du die Möglichkeit, immer darauf zurückzugreifen, falls dir ein Wort unklar ist, falls dir eine Stelle ein bisschen komisch erscheint, kannst du es in den Urtext reingehen und dir auch Kommentare dazu hier durchlesen, was damit gemeint ist. Schon eine super Seite, ehrlich. Ja, gut. Ja, weil wie gesagt, ich habe da halt. 4-5 Wochen, dann kriege ich immer 4-5 verschiedene Antworten. Und das kann doch nicht sein, dass man da bei einem Bibelvers... Ich lese es dir mal vor. Ich lese dir mal vor, was der Kommentar dazu sagt. Es ist kein größeres Auferstanden. Die Größe eines Menschen wird an einem göttlichen und nicht an einem menschlichen Maßstab gemessen. Der Prophet, der mehr war als ein Prophet, der Herold oder der Vorläufer des Königreichs, war in seinem Werk, seiner Heiligkeit, seinem Gespür für die Wahrheit größer als die fernen Patriarchen, als David oder Salomo und erst recht als die Eroberer und Zerstörer wie Alexander, Pompeius, Herodes, denen die Welt den Titel die Großen verlieh. Der Geringste im Himmelreich. Der Griechische gibt den Komparativ an, nicht den Superlativ. Diejenigen, dessen relative Stellung im Himmelreich geringer ist als die von Johannes, sehr viele Kommentatoren haben seltsamerweise gedacht, dass sich unser Herr mit diesen Worten auf sich selbst beziehe. Er wurde in den Augen der Menschen weniger geschätzt als der Täufer und war doch in Wirklichkeit größer. Aber das ist sicherlich nicht die Bedeutung der Worte. Es wäre nur eine schlechte Binsensweisheit zu behaupten, der König sei größer als der Herold. Und es gibt kein Beispiel dafür, dass unser Herr anderswo so über sich selbst spricht. Andererseits spricht er von
seinen Jüngern als den Kleinen, die an ihn glauben. Matthäus 10, 42. Und wenn sie auf sie angewendet werden, haben die Worte eine sowohl natürliche als auch eine angemessene Bedeutung. Der geringste seiner Jünger freute sich über seine Gegenwart in Gemeinschaft mit ihm, über seine Offenbarung des Vaters, obwohl er an Ruhm, Arbeit und der Strenge der asketischen Heiligkeit geringer war als Johannes, war er doch in der Erkenntnis der Wahrheit über ihm, deshalb in Segen und Freude. Ja. Und der Kommentar sagt weiter, diese feierliche Aussage würde sie umso mehr an ihre Pflicht gegenüber Johannes erinnern, und wenn seine Kraft auf den nächsten Satz ausgedehnt werden kann, lenken sie ihre Aufmerksamkeit umso erdringlicher darauf, dass er nur der Verkünder besserer Dinge ist. Ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, Hiob 14,1, ist kein Auferstandener. Diese letzten Worte haben im Griechischen die Betonung, also das kann ich nicht auf Griechisch lesen, also als Prophet wirken und wirken. Ey, der macht mich wahnsinnig mit seiner Schnarcherei. Dies scheint ein größerer als Johannes der Täufer. Dies scheint fast weniger gelobt zu sein als als Vers 9. Aber unser Herr wollte wahrscheinlich stillschweigend dem Einwand entgegentreten, dass er auf Mose oder Abraham als auf Johannes gehört werden sollte. Vergleich Matthäus 3, 9. Ungeachtet dessen ist der geringste, aber kleiner, überarbeitete Version im Himmelreich größer als er. Der schwächste Christ hat größere Privilegien als der größte Heilige des Alten Testaments. Johannes konnte Buße predigen, aber von den Freuden der Erlösung kannte er nichts im Vergleich. Er wird daher nach der Regel beurteilt. Minimum, Maximi. Und ja, er wird also daher nach den Regeln der... Wie war das hier? Johannes konnte Buße predigen, aber von den Freuden der Erlösung kannte er nichts. Siehst du? Das ist das. Du, der du dich für Jesus Christus entschieden hast, wirst größer sein als der Johannes der Täufer, der vom Herrn auserwählt wurde. Du darfst dich noch mehr freuen als alle anderen. Freut euch und jubelt. Ami, vielen Dank für die Seite. Bible.com. Genau, Biblehub.com. Du kannst immer eine Wortstudie unternehmen und da wird eine Wort für Wort. Siehst du, dann gibt es das Griechische und dann kannst du auch direkt gucken, was dieses Wort auch sonst noch bedeutet, ne, falls dir irgendwas unklar ist. Merkt euch das auch, ihr Lieben. Biblehub.com. Ja, super. Vielen Dank, Amir. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Ciao. Ciao. Ja, kann ich nur jedem von euch empfehlen, ne? Biblehub.com, und da habt ihr auch zum Beispiel den Kommentar dazu, ne, was dieser Vers auszusagen hat, und da könnt ihr für euch selber ein Eigenstudium betreiben. Ist immer gut. Falls etwas unklar ist oder was. So, und jetzt geht der Dr. Scheich ein wenig... Ich glaube, ich gehe essen, wa? Was haltet ihr davon? Ich habe, glaube ich, ein bisschen Hunger. Ey. Ich meine... Ich habe irgendwie Hunger bekommen, aber irgendwie auch nicht. Was soll ich machen? Ich gehe auf jeden Fall erstmal inkognito. Sonst werde ich direkt gesperrt. So. Ah, schon viel, viel besser. Wir essen, ja. Ich glaube, ich muss was essen. Kleinen Hetzis. Die kleinen Hetzis. Ja, die Bibel ist ein sehr, sehr komplexes Buch. Du kannst niemals die Bibel so lesen, wie du den Koran liest. Deswegen lesen die Muslime
die Bibel mit einem ganz, ganz falschen, also die gehen ganz in einer falschen, wie nennt man das? Die haben eine ganz falsche Vorangehensweise, wie man die Bibel liest. Und sie haben auch gar nicht den Geist Gottes. Sie haben auch nie Buße getan, den Herrn gebeten, ihnen da Gnade zu erweisen und zu bitten, dass der Herr ihnen Erkenntnis schenkt. Ja, das können sie nicht. Sie lesen einfach so fleischlich alles, nicht geistlich. Sie haben keine richtige Geistesunterscheidung. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. God bless you all, my beloved. Bestimmt bin ich auf meinem anderen Account auch wieder live, freigeschaltet worden. Aber ich gehe jetzt erstmal was Kleines zu mir nehmen. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Würde ich mal sagen. Ja, das ist heftig, ne? Dieser Afghan, ne, nicht Afghan, dieser Syrer. Einfach losgezogen und hat einfach mit 20 cm Klinge da in die Leute reingehauen. Und hat 4 Leute im Fitnessstudio lebensgefährlich verletzt. Einen Menschen hat er dann das Leben genommen. Ja, und dann fragt man sich, ja, was machen wir denn jetzt mit dieser Radikalisierung und im Zeitalter des Internets, ne? Und da hat ja jeder Zugriff auf die ganzen Internetseiten der Muslime, um nachzuschlagen, was die Gelehrten zum Thema Kuffar sagen und wie man sie dementsprechend behandeln sollte. Ne? Das ist so krank. So krank. Dr. Scheer ist müde. Wann war das? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war vor, ich glaube, einigen Wochen oder so. Vor einigen Wochen. Ja, deswegen, viele haben irgendwie schon totale Ängste, irgendwie noch rauszugehen, irgendwo hinzugehen, wo eventuell abends rumzulaufen und sowas, ne? Deutschland ist überhaupt gar nicht mehr sicher, ne? Das ist Wahnsinn, ey. Das ist geisteskrank. Ja, und das ist ein Faktor, ne, wo die Menschen dann wieder nach Sicherheit schreien und sagen, wir müssen Sicherheit bringen. Denn der Islam ist natürlich ein sehr, sehr gefundenes Fressen für diejenigen, die versuchen, durch Gesetze hier in Deutschland dann aus Angst, also die Ängste der Menschen zu nehmen und dann Gesetze zu etablieren. Ne? Wahnsinn. Ja, habt ihr gesehen, was mit Corona abging? Ne? Wahnsinn. Was man mit Corona alles durchsetzen konnte. Die absurdesten Gesetze wurden erlassen. Ne? Absurd. Also an Absurdität nicht mehr zu übertreffen. Ne? Mit Parkbank 1 Meter Abstand halten und so und Müll. Als würde das bringen mit so Viren, die zum Beispiel in kleinste Spalte da reinkommen. Ne? Das ist unglaublich. Eine Armlänge. Absolut krank, ey. Absolut krank. Absolut cranky. Ey. Absolut cranky. So, ihr Lieben, ich komme dann gleich wieder, ja, so Gott will und ich noch lebe. Wir sehen uns dann bis gleich, ja. Gott segne euch und eure Familien, möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Bis später, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.